Und da sind wir wieder zurück aus dem Urlaub. Weiter geht's, endlich mal wieder hier mit dem Angeln. Nach 2 Wochen wunderschönem Wetter jetzt hier endlich wieder an der Festung. Bei verdammtem Mistwetter, Dauerregen. Aber hilft ja alles nichts. Es muss geangelt werden. Und zwar an der alten Festung mal wieder auf Pose. Denn Pose ist das Einzige, was mir noch fehlt mit 100%. Wir haben jetzt 1, 3, 3, 7 gleich und ja, also kurz vor 2 und ich renn mal hier rum, links um die Ecke, denn hier oben so im Bereich von C2, da soll das ganz gut lüppen. Hab ich gehört? Gucken wir uns mal an. So, und jetzt müssen wir doch schon so langsam da sein, oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Ist sogar schon fast durch. Was soll ich denn jetzt hier, oder soll ich denn... Ich meine, hier war ja immer ganz gut, auch für Hecht. Ich glaube, ich baller einfach mal hier so rein. Hier auf Match. Ja. Mit einem Viererhaken. Zwei dicke, fette Tauwürmer dran. Wer kann, der kann. Wer nicht kann, macht halt nur einen dran. Viererhaken. Fluorocarbon 7,7. Ist ein bisschen Spack, oder? Das ist ja eher klassisch für Aal. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf 9. Ja, 9,7. 9,7 schmeckt mir eher. Oder ein 10 Kilo. Macht den Kohl auch nicht fett. Ich mache mal ein 10 Kilo Fluorocarbon. Auf alle drei Routen. Einfach nur auf die Gefahr hin, dass hier ein fetter Amur anbeißt. Oder ein Karpfen. Ich weiß es nicht genau, was da anbeißt. Schauen wir einfach mal. Und ich hatte mir vorhin nochmal neue Haken gekauft. Und zwar hier diese langen, schlanken... Vierer-Hooks. Also, das heißt, ich bin mit einem Vierer-Haken hier gerade zurecht. Zugange. Relativ groß. Muss ich ja gestehen. Relativ großer Haken. Für dieses kleine Gewässer. Auf Match. Die Gewässertiefe. Kein Schimmer. Testen wir jetzt mal. Was sagt die Map? Pff, keine Ahnung. Halben Meter. Ich glaube ihr kein Wort. Ich fange mal an mit einem Meter. Wenn die Pose steht, dann steht sie. Und ich werfe mal 15 Meter aus. 15 Meter könnte passen hier, ne? Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Steht. 15 Meter steht. Aber 1 Meter Tiefe. Gehen wir mal auf 1,15. Ich möchte gern den Köder knapp über dem Boden haben. Guck mal da, ey. Guck mal da. Da wird angezeigt hier auf der Map halben Meter. Und ich bin schon mal 1,30. 1,50. Da steht er nicht mehr. Waren aber auch nicht ganz 15 Meter. Ich gehe jetzt auf 1,45. Und er steht wie eine 1. So mag wieder. So soll das sein. So. Da steht er. Mit Grundberührung. Mit dem Text. Stand da gerade. Und Grundberührung steht hier auch noch. Hier unten haben wir es. Also, ausloten, Leute. Ausloten, testen. Und dann den Köder schön knapp über Grund präsentieren. So, alle drei Routen. Bei allen drei Routen habe ich die Schnur jetzt gespannt. Ich habe lange Zeit beim
Grundangeln, da geht die 1, nee, die 2. Da geht was ab. Ich habe lange, lange Zeit, habe ich beim Grundangeln die Schnur einfach locker gelassen. Und bin in den letzten Wochen dazu übergegangen, mit den Matchruten jetzt hier den Bügel zu schließen, die Schnur zu straffen. Und wenn hier jetzt ein Biss kommt, fällt die Schnur runter. Siehst du sofort. Ob das windig ist oder nicht, ob das irgendwie wegtreibt oder so. Ja gut, wenn es treibt. Aber bei stehendem Gewässer, wenn da ein Biss kommt, flüpp, die Schnur fällt runter. Und man weiß, alles klar, jetzt lüptet, da geht was. Ganz entspannt. Und du siehst auch hier bei dem Szenario jetzt. Ich meine, die Match, das ist ja das altbekannte Problem. Die Matchrouten, die Waggler-Posen, die sehen alle gleich aus. Und wenn die Schnur so durchhängt, dann musst du dir immer merken, ja, hier oben auf der 1 ist jetzt die 2, auf der 2 ist die 3 und auf der 3 ist eigentlich die 1. Und das Ganze durcheinander, weg damit. Man hebt die, ich heb die eh nicht mehr an. Also das heißt, wenn der Biss kommt, dann wird erst angehoben. Und das ist ja eigentlich das Problem gewesen. Wenn die Schnur durchhängt, konntest du zwischendurch nochmal in die Hand nehmen, irgendwie dran rumtüdeln. Braucht man ja alles nicht. Alles Schnickschnack. Erst wenn jetzt der Biss kommt, wenn er wirklich runterzieht, dann einfach aufheben, kurbeln. Und dann hakt er eigentlich. Über 90% würde ich sagen, hakt er. Ganz entspannt jetzt. So, oh, guck mal da. Guck mal da. Wir haben 17 Uhr auf dem doppelten Tauwurm hier auf der 2. Zieht gerade wieder ab. Gerade war es ein Schläfergrundel. Gucken wir mal, was jetzt gerade dran ist. Abwarten. Die Schnur ist gespannt. Das heißt, der Fisch hat eigentlich keine Möglichkeit, jetzt noch mehr Schnur zu ziehen. Wenn er ziehen will, hakt er eigentlich. Ist ja nicht so schlecht. Und da ist er dran. Ist aber nicht. Na? Ne, ist er noch nicht. Na, komm schon. Auch wieder vielleicht. Ah, vielleicht ein Schläfergrundel, ne? Ich weiß nicht, ob ich die hier lasse oder vielleicht doch ein bisschen mehr hier rüber werfe. Vielleicht werfe ich so zu diesem, zu dem toten Baum hier. Auch so dahinter oder dazwischen. Ja, ich glaube, das teste ich gleich mal. Also hier haben sie noch ein bisschen Zeit. 1,30 Meter, 1,45 Meter. Und jetzt zieht er ab. Siehst du mal. Oh, wow, 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 wow. Oh, war das close. Alter. Oh, ich narr. Ich habe die Bremse nicht richtig eingestellt. Oh mein Gott. 10 Kilo Vorfach und die... Oh mein Gott. Auf der Tagara selbst schuld. Was angelst du, Depp, auch hier mit der fetten Tagara? Alter. Maschallah. Glück gehabt. Komm, ein Strich hoch geht noch. Ich glaube, beim nächsten wird schon eng, ne? Alter, der hat Bock. Der hat Bock. Da laufen wir erstmal ein bisschen rüber. Den Fisch wollen wir nämlich nicht so hier um die Insel rennen lassen. Den lassen wir. Den drillen wir jetzt schön hier gegen die Insel. Jawohl, der soll mal schön wieder abhauen in die andere Richtung. Nicht, dass der einmal rumrennt. Das wäre irgendwie nervig, ey. Wobei, ich glaube, so richtig viel Power hat er nicht. Nee. So richtig viel Power hat er nicht. Ich bin sehr gespannt, was hier ist. Ich habe hier noch nicht geangelt. Ich bin sehr gespannt, was hier beißt. Doppelköder-Tauwurm habe ich dran geklatscht. Einfach nur, weil es geht. Eigentlich wollte ich nur mit normalem Tauwurm rangehen. Einfacher Tauwurm, zack, dran, fertig, gib ihm. Ist eigentlich für die Festung immer ein geiler Köder. Tauwurm best, Leute. Kauft euch Tauwürmer, ey. Oh, aufpassen, nicht, dass ich gleich irgendwie ins Wasser falle oder so ein Gedöns. Und durchs Wasser latschen ist auch immer eine schlechte Idee. Was haben wir denn da? Guck mal, die Pose kommt wieder raus hier.
Komm. Oh, der hat Bock, ey. Der hat richtig Bock. Der will gar nicht raus. Wer ist denn da so greedy gewesen? Wer ist denn da so gierig gewesen auf den doppelten, fetten, feisten Tauwurm? Hä? Karpfen, Amur. Schön, Amur. Jawohl. Siehst du, hat sich doch gelohnt mit dem 10 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Hat sich gelohnt. Vielleicht könnte ich sogar auf 13 Kilo hochgehen. Na, warten wir es ab. Und jetzt gerade auch um die Uhrzeit. Es wäre ja ganz schön, wenn hier zwischendurch sogar noch ein Aal dran geht. Sensationell wäre das. Oh, ist da... Oh, ich glaube, eine Route, da ist was dran. Ja, auf der 3 ist was dran. So, komm hier, Amur. Komm. Gib Schub, Alter. So groß bist du gar nicht. Nö. Komm, du. Na, du komm. Siehste, geht doch. Immer wenn er wegziehen will, wieder ranpumpen. Ah. Wobei besser nicht pumpen, ne? Nicht, dass er gleich ausschlitzt. Ach so, auf Amur, da könnte ich aber, ey. Könnte ich mich aber dran gewöhnen, ey. So ein paar schöne Amure hier fangen. Ha? Da wäre doch was. So, jetzt renne ich hier gerade einfach mal mit gedrückter Shift-Taste und gedrückter linken Maustaste. Und sobald der Balken hier in der Mitte so ein bisschen zu weit runter geht, sofort rechte Maustaste drücken, dass man ihn dagegen anpumpt. Jawohl. Man will ja in der Mitte hier diesen Action-Bar, der darf ja nie runtergehen. Der darf ja nie auf Null gehen, sozusagen. Sonst hat man eine viel zu hohe Chance, dass er ausschlitzt, der Fisch. Alter, jetzt komm aber ran hier. So schwer ist er doch gar nicht. So, gehen wir mal hoch hier in ein bisschen steileren Winkel. Sehr schwierig dann für den Fisch in diesem steilen Winkel. Man merkt das deutlich, wenn man in einem Gewässer angelt, wo es links und rechts oder in der Nähe vom Wasser so Hügel gibt oder so Böschungen gibt. Wenn ihr einfach in einem höheren Bereich steht, habt ihr einen viel besseren Winkel, viel bessere Kraft dem Fisch gegenüber, wenn ihr so hoch zieht. Oder wenn ihr so oben, weit oben steht. Da kann der Fisch viel weniger Kraft entgegensetzen. Deswegen ist das, wenn man so hoch zieht, ist es ganz praktisch, aber es ist auch ein bisschen gefährlicher mit dem Ausschlitzen. Also wenn ihr nicht ganz so gute Haken habt, dann besser ganz entspannt. Erstmal müde machen den Fisch. Und lieber mal ein paar Minuten länger drillen. So, komm mal ran hier, Alter. Schön. 9,5 Kilo Amur auf 10 Kilo Fluorocarbon. Ja. Das merkt man natürlich, ne, am Vorfach. Aber schon mal nicht so schlecht. Für den ersten Fisch gar nicht verkehrt. Und hier haben wir direkt auf allen Routen Biss. Ich baller weiter aus in die Richtung. Gehe sofort auf die 3. Die war als erstes dran. Da ist irgendwas Lüttes. Oh, fliegt hier durch die Luft. Schläfergrundel, jawohl. Rüber, bisschen weiter links hier. Zack, zack, auf die... Oh, ach, guck mal. Ne, Moment. Ah, jetzt habe ich mich vertan. Guck mal, das ist hier die 1 jetzt, genau. Das war die 2. Rüber, zack, und jetzt auf die 1. Na komm, setz ab hier. So, da haben wir noch einen dran. Aber auch eher was Kleineres, kleiner Barsch. Geht,
über ein Kilo. 1,1 Kilo. Das geht. Und auch der hier rüber. Zack. So, und jetzt erstmal wieder ein bisschen Ordnung machen. Beim Grundangeln ist das natürlich immer ganz nett, ne? Einfach reinballern. Passt schon. So, das ist jetzt hier die 1. Da sehen wir die Schnur. Die 2 sehen wir auch. Und wo ist die 3? Ach, guck mal da. Da steht sie. Okay. Ist da was dran schon? Nee, ne? Aber da ist was dran. Guck mal, hier auf der 2 ist was dran. Guck mal hier. Direkt hier. Nicht schlecht. Eine fiese Schläfergrummel. Leider keine 400 Gramm. Na, ich glaube, ich wäre vielleicht ein bisschen weiter. 18 Meter oder so ist, glaube ich, besser. 15 ist von hier aus ein bisschen knapp. Ach, wie gut, ey. Aber Frequenz. Frequenz und unterschiedliche Fische. Und das ist wichtig, gerade wenn man hier beim Posenangeln ist. 95,1%. Die beiden anderen, Spinnen und Grund, sind auf 100%. Es fehlt mir nur noch... Zack, schon wieder Biss. Und biegt sich schon wieder. Es fehlt mir nur noch das Posenangeln. Guck mal hier, wieder ein Barsch. Ach, guck mal, das ist aber nicht schlecht jetzt hier. Jetzt bin ich schon ganz zufrieden. Ich gehe mal auf 18 Meter jetzt. So. Ja, das passt. Grundberührung. Oh, guck mal hier, auf der 3. Oh, so close, so close, so close. Okay, es muss eben korrigieren hier. Bremse runter. Auf 7. Bremse runter auf 7. Ausgeschlitzt. Nein, ist noch dran. Okay. Ich Depp, Alter. Zweite Mal fast das Vorfach gerissen. Puh. So, aber Leute, ey. Ich bin ganz zufrieden hier gerade. In dieser ganzen verschlonsten Area. Bisschen gefährlich, muss man sagen. Als Anfänger, Leute, aufpassen. Wirklich aufpassen. 10 Kilo Vorfach war jetzt für mich, also dieser 10 Kilo Fisch war jetzt für mich relativ problemlos noch. Aber wenn ich mir vorstelle, man steht jetzt hier mit einer 6 Kilo Rolle, 6 Kilo Bremskraft, da macht so ein 10 Kilo Fisch, der macht schon richtig Radau. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hinstellen würde mit so einer kleinen Rute, ey. Ich weiß es nicht, ey. 10 Kilo ist vielleicht okay, aber wenn man so im Bereich von 6 Kilo Bremskraft ist, naja, dann hat man halt ein bisschen Action, ne? Da muss man auf jeden Fall laufen. Aber es heißt ja auch immer wieder, an der Festung lernt man laufen. Von daher, hier ist gerade wieder Steuerung gedrückt halten, linke Maustaste gedrückt halten und immer wenn der Actionbar, wenn die Actionbar zu locker wird, immer rechte Maustaste drücken zum wieder hochspannen. Dass da immer schön Action, immer schön Power drauf ist hier. Und der Fisch nicht ausschlitzen kann. Wieder ein Amur. Nicht schlecht, die Amure, ey. Nicht schlecht. Komm mal ran hier, ey. Nee, was ist das denn? Doch, Amur, okay. Die Flossen sahen so rot aus. Im Sonnenuntergang, 6 Kilo Amur. Schön. Und da geht es auch schon direkt wieder weiter. Also, ich bin jetzt hier, ich bleibe jetzt hier auf 18 Meter. Oh, da geht in Bremse. 18 Meter. Das passt. Und auf der 1 ist schon wieder was dran. Langsam hochdrehen. Naja, ich glaube hier so eine 12er Bremse ist soweit okay. Na. Ach, was freue ich mich, dass das so schön läuft hier, ey. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich es gleich mal versuchen mit ein bisschen größerem Vorfach noch. 13 Kilo, 13,8er Vorfach. Oder ich lasse das Vorfach weg. Wobei, nee, eigentlich wollen wir erstmal gucken, was hier noch alles so bei ist, ey. Bisher Amure.
bisher Amure. Amur. Amure ohne Ende. Sehr schön. Auf Tauwurm, ey. Ich glaub da gar nicht. Auf Tauwurm. Und zack, der nächste. Mann doch, wie geil das aussieht. Die haben auch Power, ey. Die haben richtig Power. Geil. So, zack, rüber. Siehst du, wofür? Wofür brauche ich die Pose noch? Ich sehe es ja. Hakt automatisch. Die können ja nur haken. Oh, was haben wir denn da, ey? Oh! 2,32 Kilo Aal. Geiles Ding, ey. Schön. Oh, wie gut, ey. I like it. Geil. Und auch noch ein Aal, ey. Läuft, ey. Geile Stelle hier. Geile Stelle. Richtig gut. So, alles schön straff. Hier auch wieder, zack. Auf Match. Und es zuppelt schon weiter. Es zuppelt schon weiter. Ich guck gar nicht hin. Es zuppelt hier im Mondenschein. Und da läuft der nächste hier auf A2. Jawohl. 12er Bremse funktioniert. 10er Vorfach. Ist nicht so wenig, ne? Für ein Aal. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, ey. Also hätte mich einer gefragt, hätte ich gesagt, komm, Alter, nimm mal lieber 7,7er Vorfach. 10er Vorfach ist schon... Naja, aber klappt. Hauptsache klappt. Da kommt er an. Schön. Da kommt er an. Ach, wie gut, ey. Ja, Mann. Schön gekämpft. Schön gekämpft hast du. Und er will immer noch nicht. Er will noch nicht. Er bäumt sich nochmal auf. Gerade auch zum Ende hin, bevor ihr jetzt rechte Maustaste macht und hochzieht mit der rechten Maustaste die Bremse nochmal runter. Ich bin jetzt auch nochmal gerade einen Punkt runtergegangen. Knapp. Den hätte ich schwerer gedacht jetzt, ja. 9,5 Kilo wieder. Och. Den hätte ich auf über 10 geschätzt. Der hat richtig Gas gegeben. Der hatte Power. Der hatte richtig Power. Schön. Und da hängen schon wieder zwei neue dran. Auswerfen. Bremse runter. Wieder 2, 3 Punkte runter. Das ist die 2. Und dann hier auf der 1. Nie vergessen, die Bremse runter zu machen. Und dann mal einen kleinen Amur. Den können wir zu Fischfetzen noch machen. Und damit dann auf Aal angeln. Und auch auf der 3 ist was dran, jawohl. Na, was haben wir denn da? Oh, da haben wir's. Posenfischen, weiter geskillt. Man freut sich über 0,1%. Wenn man kurz vor 100 ist, freut man sich auch darüber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Bremse runter. Ja, geil. Also, bisher macht das Spaß hier. Bisher macht das richtig Spaß. Geile Sache. Ich werde hier noch ein bisschen weiter angeln. Teste doch auch mal hier den Spot. Was ist das hier? 16? 16? 68? Nicht so festnageln, Leute. Nicht so festnageln. Hier in diesem Bereich auf C2. Und ich habe ungefähr so und so viel Meter ausgeworfen, dass ich da lande. Nicht alles so heilig nehmen. Werft da hin, fangt da die Fische. Und ob ihr da links werft oder da rechts hinwerft, es ist grob in dem Bereich. Ihr werdet schon was fangen.